Doch, der Jojo-Effekt lässt sich verhindern. Leitprodukte suggerieren einem, dass man gar nichts verändern muss. Diäten sind aber gar nicht sinnvoll. Wenn es um die Themen Ernährung und Gesundheit geht, haben viele Menschen Fragen. Unser breites Netz an Experten und Expertinnen bringt Licht in den Faktendschungel und überprüft eure Hypothesen. Unsere heutige Expertin ist Dr. Constanze Lohse. Die promovierte Allgemeinmedizinerin ist in Hamburg-Norderstedt tätig und hat nach Fernsehauftritten beim NDR jetzt auch ihren Weg zu Eat Smarter geschafft. Viele Menschen sind unzufrieden mit ihren Diäten, nicht nur Politiker, und brauchen daher Unterstützung. Ihre Expertise hilft zum Glück nicht nur in Intervallen und hat auch keinen Jojo-Effekt. Menschen, die mit Diäten keinen Erfolg haben, sind einfach inkonsequent. Das stimmt nicht ganz. Denn mangelnde Motivation und der innere Schweinehund sind nur eine Seite. Die Hauptrolle spielen tatsächlich ungesunde Ernährungs- und Einkaufsgewohnheiten, die wir uns über Jahrzehnte antrainiert haben. Und die kann man nicht eben mal kurz mit einer Diät über Bord werfen. Sondern da hilft nur eine langfristige Ernährungsumstellung mit vor allem einer Verhaltens- und Gewohnheitsänderung. Erschwerend kommt noch hinzu, dass gewisse Lebensmittel Suchtcharakter haben. Vor allem Weizen und Zucker sind da zu nennen. So führt Zucker zum Beispiel dazu, dass unser Belohnungssystem im Gehirn aktiviert wird und Dopamin ausgeschüttet wird. Und um die gleiche Befriedigungswirkung zu haben, brauche ich am nächsten Tag eine höhere Dosis. Das ist ganz schön fies. Viele Menschen können auch gar nichts dafür. Sie sind Opfer der Tricks der Werbeindustrie. Und sie sind häufig auch fehlinformiert. Manche denken noch, Fett macht Fett, kaufen fettreduzierte Produkte, in denen viel mehr Zucker enthalten ist. Und was auch noch hinzukommt, unsere Darmbakterien passen sich unserer Ernährung an. Das heißt nicht umsonst, du bist, was du isst. Und dann kann es dazu kommen, wenn ich viel Zucker esse, dass ich eine Candida-Besiedlung, eine Pilzbesiedlung im Darm habe. Und dann habe ich einen extremen Süßhunger und davon ist es besonders schwer loszukommen. In der heutigen Zeit spielt auch Stress eine riesengroße Rolle, denn Stress ist die Abnehmbremse. Immer wenn Cortisol, also unser Stresshormon, im Spiel ist, haben wir kaum eine Chance abzunehmen. Und das, was den größten Anteil ausmacht, sind tatsächlich ungesunde Ernährungs- und Einkaufsgewohnheiten. Diäten haben immer mit Verzicht zu tun. Daher nimmt man nur ab, wenn man hungert. Das stimmt zum Teil. Diäten haben in der Regel schon mit Verzicht zu tun. Das ist genau das Problem. Wenn ich lange und immer auf etwas verzichten muss, dann halte ich das nur schwer durch. Deswegen ist eine Diät gar nicht so sinnvoll, sondern eine langfristige Ernährungsumstellung. Aber hungern muss ich deswegen sowieso nicht. Denn ein Kaloriendefizit ist zwar für den Anfang wichtig, aber langfristig kann ich so viel essen, wie ich möchte, wenn ich mich gesund ernähre und die richtigen Lebensmittel auswähle. In Studien hat man herausgefunden, dass vor allem die Low-Carb-Ernährung anderen Diäten und Ernährungsformen überlegen ist, wenn sich die Menschen ad libitum ernähren, also so viel essen dürfen, wie sie wollen. Und dann sind sie auch ausreichend satt. Vor allem, wenn ich den Eiweißanteil nach oben fahre, weil Eiweiß macht satt, habe ich gar keinen Hunger. Diäten sind aber gar nicht sinnvoll, sondern eine langfristige Ernährungsumstellung. Das ist das Ziel. Kohlenhydrate machen dick. Das stimmt in gewissem Maße schon. Es gibt natürlich Kohlenhydrate wie Haferflocken oder kohlenhydrathaltige Gemüse, die sind sehr gesund und definitiv zu empfehlen. Aber vor allem im Übermaß machen Kohlenhydrate schon dick, wenn man sich nicht ausreichend bewegt. Vor allem Weißmehlprodukte und Zucker sind besonders kritisch zu sehen. Denn da ist immer Insulin im Spiel und Insulin hemmt die Fettverbrennung und sorgt dafür, dass der Zucker in die Zellen transportiert wird und dort eingelagert wird. Deswegen sollte man, wenn man abnehmen möchte, die Kohlenhydrate reduzieren und generell zu unverarbeiteten und langkettigen Kohlenhydraten greifen. Der Jojo-Effekt lässt sich nicht verhindern. Doch, der Jojo-Effekt lässt sich verhindern. Aber wenn ich natürlich eine klassische Diät mache mit einem starken Kaloriendefizit für mehrere Wochen und dann wieder zurückkehre zu meinen normalen Ernährungsgewohnheiten, dann ist der Jojo-Effekt vorprogrammiert. Denn der Körper fährt seinen Grundumsatz herunter und läuft auf Sparflamme. Und wenn ich dann wieder normal esse, dann nehme ich Gewicht zu und teilweise habe ich mehr als vorher auf den Hüften. Wie heißt es so schön? Ein Jojo-Effekt, den gibt es gar nicht. Es gibt nur die Rückkehr zu unseren alten Ernährungsgewohnheiten. Daher keine Diät, sondern eine langfristige Ernährungsumstellung. Nach 17 Uhr sollte man nichts mehr essen. Das macht dick. Das kann man so nicht sagen, denn es kommt ganz darauf an, was ich abends esse.
Problem ist, dass wir häufig abends zu ungesunden Essen greifen. Auf der Couch snacken wir Chips, Fastfood und Süßigkeiten. Und das ist natürlich nicht gesund und macht auch noch dick. Wir essen aus Langeweile, aus Frust und teilweise auch zur Stresskompensation. Wenn ich mich allerdings abends gesund ernähre, dann ist das überhaupt kein Problem. Es kommt ganz drauf an, wie mein Tagesablauf ist. Wenn ich zum Beispiel spät nach Hause komme und abends noch Sport machen möchte, dann empfiehlt sich natürlich schon noch eine eiweißreiche Mahlzeit direkt danach. Aber 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafengehen sollte ich besser nichts mehr essen, denn sonst leidet meine Schlafqualität. Diäten, bei denen man mehr als 2 Kilogramm pro Monat abnimmt, sind gefährlich. Das kann man so pauschal nicht sagen. Eine Gewichtsabnahme von ungefähr 0,5 Kilogramm die Woche ist erstrebenswert. Aber es ist sehr individuell und kommt ganz auf das Ausgangsgewicht drauf an. Crash-Diäten dagegen sind gefährlich, denn da verliere ich vor allem viel Wasser und auch Muskelmasse. Und das ist ein ungesundes Abnehmen. Daher lieber langsam Step-by-Step abnehmen und am besten ärztlich begleitet. Light-Produkte machen schlank. Nein, Light-Produkte machen definitiv nicht schlank. Teilweise ganz im Gegenteil, denn der Süßhunger wird nicht befriedigt und dann haben wir das Gefühl, wir müssen noch mehr Süßigkeiten zu uns nehmen. Außerdem enthalten zum Beispiel fettreduzierte Produkte mehr Zucker, was auch nicht gut ist für uns. Light-Produkte suggerieren einem, dass man gar nichts verändern muss. Und das ist die Gefahr. Man bleibt bei seinen alten, ungesunden Ernährungsgewohnheiten. Süßstoffe können beispielsweise unsere Darmflora verändern. Und einige Zuckerersatzstoffe oder Süßstoffe stehen sogar unter Verdacht, krebserregend zu sein und sind potenziell gesundheitsgefährdend. Saftkuren helfen beim Abnehmen. Jein, Saftkuren können beim Abnehmen helfen, allerdings enthalten Säfte auch viel Zucker. Es kommt also ganz darauf an, was sind es für Säfte, die ich dann zu mir nehme. Im Idealfall nimmt man frisch gepresste Säfte zu sich aus Gemüse und Wildkräutern. Dann kann das wunderbar beim Abnehmen, beim Detoxen, beim Entschlacken helfen. Aber es ist für gewöhnlich nur eine kurzfristige Strategie und ersetzt nicht eine langfristige Ernährungsumstellung. Besser zum Abnehmen geeignet sind medizinische Eiweißshakes mit einem besonders hohen Anteil an Eiweiß. Die können helfen, initial bei einer Ernährungsumstellung, vor allem bei festgefahrenen Stoffwechsel, die Leber zu entfetten und einen Stoffwechsel-Reset mit der entsprechenden Gewichtsabnahme zu erzielen. Das waren jetzt die gängigsten Mythen zum Thema Diäten. Habt ihr noch mehr Fragen oder Ernährungsmythen, die wir mal checken sollen? Dann schreibt die einfach in die Comments. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Like. Und damit ihr nichts mehr verpasst, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Wenn ihr noch mehr Videos von Eat Smarter sehen wollt, dann klickt einfach hier oder hier.